ihre Werte sich noch tief verbergen. Ein ungeschliffener Diamant. Das war der Trailer zu Aladdin. Der Film kommt am 24. Mai 2019 in die Kinos. Regie führt Guy Ritchie, die Musik ist von Alan Menken und es ist kein Wunder, wenn ich euch sage, dass der Film im Verleih von Walt Disney Germany ist. Also die Neuverfilmung dieses alten Stoffes aus 1001 Nachtgeschichten. Die ganze Story dreht sich um Aladdin, der sich unsterblich in Prinzessin Jasmin verliebt hat. Und bei dem Versuch, sie im Palast zu besuchen, wird er erwischt und eingekerkert. Und da trifft er dann auf den zwielichtigen Großvizier Jafar, der ihm anbietet, wenn er für ihn die sagenumwobene Wunderlampe besorgt, wird er dafür sorgen, dass er freikommt. Natürlich ist das alles nur gelogen. Er will die Lampe selber haben und kümmert sich nicht um Aladdin. Und das ist so die Geschichte, die sich rund um diese uralte, wirklich fantasiereiche Geschichte dreht. Ja, im Cast ist zu sehen Mena Massoud als Aladdin und Will Smith, also wirklich ein extremer Hollywood-Star, in der Rolle von Genie, also dem Geist in dieser Flasche. Noomi Scott als Prinzessin Jasmin und Mervan Kenzani als Großvizier Jafar. Ja, es dauert noch ewig, bis das Ganze im Kino kommt. In dem Trailer hat man schon so andeutungsweise gesehen, dass uns da doch wirklich ein sehr buntes und fantasiereiches Spektakel erwartet, auch mit viel Musik. Viele der alten Lieder sind dabei und ja, man kann sich schon darauf freuen, das wird bestimmt ein tolles Erlebnis im Kino. Allerdings dauert es natürlich auch noch ewig. 24. Mai, wie gesagt, 2019 der Start. Ja, und bis dahin vergeht noch viel Zeit und kommen noch viele Filme in die Kinos. Und ich danke euch fürs Zuschauen bis hierhin und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Christoph von Replay.